Willkommen bei den Giga Secrets. Wir haben heute Easter Eggs von Chrono Trigger und diversen anderen Spielen für euch. Los geht's! Kennt ihr Robbie den Hasen? Seinen ersten Auftritt hatte das scheinbar leblose Kuscheltier in Silent Hill 3 als Maskottchen des Lakeside-Vergnügungsparks. In Silent Hill 4 The Room wurde es dann gruselig. Henry kann durch ein Loch in der Wand in das Zimmer von Eileen schauen. Dort sieht man den Hasen auf dem Bett sitzen. Wenn Eileen im Laufe der Story aus ihrem Zimmer verschwindet und Henry erneut einen Blick in das Zimmer wagt, dann starrt ihn Robbie an und zeigt mit dem Finger auf ihn. Schaut Henry aus dem Fenster seines Apartments, kann er außerdem einen Ballon in Robbie-Gestalt sehen. Als ob Silent Hill noch nicht gruselig genug wäre. Der SNES-Klassiker Chrono Trigger ist nicht nur eine verdammt coole Zeitreisegeschichte, er hat konsequenterweise auch gleich mehrere Enden. Eines davon ist besonders schwer zu bekommen, dazu muss man nämlich den Endboss des gesamten Spiels gleich zu Beginn besiegen. Schafft man das, trifft man im Spiel die Entwickler von Chrono Trigger selbst. Manche von ihnen fordern euch sogar zu einem Bosskampf heraus, andere teasen lediglich einen zweiten Teil von Chrono Trigger. Das nennen wir mal ein cooles Extra. Im N64-Shooter Perfect Dark von Entwicklerlegende Rare gibt es ein kurioses Easter Egg, das sich durch das gesamte Spiel zieht. In jedem Level des 3D-Geballers ist ein Stück Käse versteckt und das teilweise richtig fies. Man kann den Käse aber nicht aufnehmen, es werden auch keine Extras freigeschaltet, nachdem man alle Käsestücke gefunden hat. In der Xbox Live Arcade-Version des Titels gab es ebenfalls Käse, dort sahen die Icons für Achievements aus wie das Milchprodukt. Wir hätten dazu nur noch eine Frage. Warum? Scheinbar wusste Capcom bei Teil 3 der Resident Evil-Reihe bereits, dass die Survival-Horror-Story noch ein ganzes Stückchen weitergehen wird. In einer Straße von Resident Evil 3 Nemesis haben die Entwickler nämlich kurzerhand Poster versteckt, die auf Biohazard 4 hinweisen. Und Biohazard ist ja bekanntlich der japanische Name für Resident Evil. Teil 3 erschien 1999, da sollte es also noch 6 Jahre dauern, bis 2005 tatsächlich Resident Evil 4 erschien. Dazu muss allerdings erwähnt werden, dass aus den ersten Versuchen, einen vierten Teil der Resident Evil-Reihe für die PlayStation 2-Generation zu entwickeln, der Hack'n'Slash-Titel Devil May Cry wurde. So kann's gehen. Im Jahr 2012 erschien mit Journey nicht nur unser Spiel des Jahres, sondern auch ein Titel, der viele weitere Indie-Entwickler inspirierte. Ende 2012 erschien dann The Unfinished Swan, das spielerisch nur wenig mit Journey gemein hatte, sich eine Anspielung jedoch nicht verkneifen konnte. Findet ihr an dieser Stelle im Spiel das Teleskop, solltet ihr es benutzen und mal ganz genau hinsehen. Zoomt ihr auf diese kleine weiße Kugel, dann erkennt ihr das Cover von Journey mit dem Berg, den beiden schaltragenden Wesen und dem Licht. Da kommen wieder Erinnerungen an unsere wunderschöne Wüstenreise hoch. Im Hack'n'Slash-Hit Bayonetta solltet ihr in Kapitel 4 während der Missile Operation mal ganz genau aufpassen. In dem Tutorial-Bild für das Controller-Layout wird der Name der Mission in der gleichen Schriftart wie Segas Klassiker Afterburner geschrieben. Viel cooler ist aber, dass die anschließend folgende Raketenharz eine 1:1 Nachbildung von Space Harrier ist, einem weiteren Sega-Klassiker. Die Platzierung der Gegner wurde einfach übernommen und auch die Space Harrier-Musik wurde geremixed. Viel cooler geht es wohl kaum. Der zweite Teil von Deus Ex mit dem Namenszusatz Invisible War mag jetzt kein moderner Klassiker sein, er hat aber ein verdammt witziges Easter Egg Ende. Trägt man im Hauptquartier eine Flagge ins Badezimmer und betätigt anschließend die Spülung der Toilette, aktiviert man ein geheimes Bonusende für das Spiel. Und das endet, wie soll's auch anders sein, mit der gesamten Crew auf dem Dancefloor und einem brennenden Pinguin auf der Theke. Ja, das hätten wir dann auch geklärt. Freischaltbare Charaktere gehören zu Kampfspielen wie der Käse zu Perfect Dark. So wundert es uns nicht, dass ihr in Street Fighter Alpha ebenfalls einen geheimen Charakter freischalten könnt. Dafür müsst ihr lediglich die Starttaste gedrückt halten und anschließend die Tasten für folgende Schlagarten drücken. Leichter Schlag, leichter Tritt, mittlerer Tritt, schwerer Schlag, mittlerer Schlag. Dann solltet ihr Dan freigeschaltet haben. Dan sollte eine Parodie auf verschiedene Charaktere des Kampfspielkonkurrenten von SNK darstellen. Er war bei Street Fighter Alpha so beliebt, dass ihn Capcom schließlich zu einem festen Teil des Street Fighter Roasters gemacht hat. So kann's gehen. Das war's mit den Giga Secrets. Ihr könnt euch die nächste Folge schon dort unten angucken. In der Mitte kommt ihr zum mysteriösen Giga Wissenschaftskino 3000. Da haben Mats, Robin und ich uns mal wieder Trailer angeguckt. Diesmal alles von der Gamescom. Und auf der anderen Seite kommt ihr zu einem der Gamechecks von der Gamescom. Jetzt viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.